Dieser kurze Clip sorgt für Aufsehen. Ein Unbekannter schießt auf ein Polizeiauto, die Fensterscheibe zersplittert. Ob sich während der Tat Beamte im Fahrzeug befanden, ist nicht bekannt. Der Pressesprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin, Benjamin Jendrow, teilte das Video auf Twitter. Dazu schrieb er, Zitat, es sind nur 3 Sekunden, die aber viel über unsere doch so hochentwickelte Spezies aussagen. Weiter berichtet er gegenüber Focus Online, dass einem Polizisten in einem anderen Fall mit einer Schreckschusspistole unter die Weste geschossen wurde. Zitat, der Kollege hat Verbrennungen dritten Grades erlitten. Derartige Gewaltakte waren in Berlin in der Neujahrsnacht keine Einzelfälle. Mancherorts wurden Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr attackiert. Ein Polizeibeamter bekam eine Rakete an den Kopf geschossen. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein Krankenwagen wurde mit einem Feuerlöscher beworfen. Die Windschutzscheibe zerbrach, der Fahrer wurde nicht verletzt. Allerdings war ein Patient an Bord, der ins Krankenhaus musste. Dieses erreichte er erst wesentlich später mit einem Ersatzfahrzeug.